Hallo Jungs, hier ist der Max und wir warten nicht aufs Christkind, nein, wir warten auf den DHL-Mann, der uns nämlich heute Black Ops bringt. Die automatische Senderverfolgung funktioniert nicht, da irgendwie die DHL das nicht auf die Reihe kriegt, bei Express-Sendungen das gescheit zu managen. Das hatte ich schon öfters, das sagt, ich gehe mal davon aus, es wird gleich auftauchen hier. Problem ist, ich muss um spätestens 12 losfahren, um mir dann noch eine zweite Version zu holen, nämlich die AT-Version. Ich möchte das mal ein bisschen vergleichen und AT und Dings und sonst was und UK und überhaupt. Und ich muss mich ablenken, deswegen spiele ich hier eine Runde Mile High Club und warte, bis der DHL-Mann kommt. Ich habe ungefähr 30 Versuche gebraucht, ich zeige euch jetzt schnell den Versuch, wo es geklappt hat. Ich hoffe, bei euch war der DHL-Mann schon da und hat euch eure Black Ops-Version gebracht. Und das große Problem ist, wie gesagt, ich muss um 12 Uhr losfahren, um meine zweite Version Black Ops abzuholen. Und wenn bis dahin der DHL mal mit der ersten Version noch nicht da war, dann kann ich das nicht entgegennehmen. Was ja meine komplette Planung durcheinander werfen würde. Das würde extrem sacken. Und soweit ich weiß, sollten ja eigentlich Expresslieferungen bis 12 Uhr da sein. Das heißt, der Typ hat noch 1,5 Stunden Zeit und dann hoffen wir, dass das in der Zwischenzeit klappt. Ab dann gibt es vielleicht heute Abend, wenn man auf Xbox Online spielen kann, bis dahin gibt es vielleicht schon das erste Black Ops Gameplay, wo ich ein bisschen rumnoob-style und sonstiges Zeugs treibe und wahrscheinlich total sacken werde, weil ich noch keine Ahnung habe, wie sich spielt. Aber das werden wir dann sehen. Hoffen wir, das klappt heute und ich hoffe, euer ist schon da und ihr könnt vielleicht schon ein bisschen Singleplayer spielen oder sonst was. Und hups aus dem Flugzeug. Bis heute Abend. Tschüss, macht's gut.